Der Immo-Coach. Hallo, herzlich willkommen in diesem Infovideo. Mein Name ist Hakan Zitag und ich bin der Immo-Coach. In diesem Video möchte ich Ihnen unseren offenen Mitgliederbereich ein wenig erläutern, damit Sie eben sehr schnell und einfach die notwendigen Informationen hier bei uns eben auch unverbindlich zur Hand bekommen. Im Prinzip kommen Sie in den offenen Mitgliederbereich entweder hier über diesen Button, hier starten oder jetzt kostenlos und unverbindlich starten. Das ist eigentlich Jacke wie Hose, wo Sie hier draufklicken. Im Prinzip, wenn Sie draufklicken, dann kommt hier ein neues Fenster. Im Prinzip ist es so, wenn Sie noch keinen Account haben, dann können Sie direkt auf diesen Button hier klicken, dann öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie dann Ihre E-Mail-Adresse eintragen, dann natürlich Ihren Vornamen, Nachnamen und sich selber auch ein Passwort geben. Dieses Passwort sollten Sie bitte bestätigen und so können Sie sich dann eben auch anmelden. Und sobald Sie das dann eben auch getan haben, können Sie oder wenn Sie bereits eben auch Zugangsdaten haben, weil Sie sich vielleicht vor einer gewissen Zeit angemeldet haben, dann können Sie natürlich mit Ihrem E-Mail-Namen und eben Ihrem Passwort sich hier eintragen. Das mache ich jetzt hier mal in diesem Falle und dann begrüßt Sie dieses herzlich willkommen Dashboard und wenn Sie mögen, können Sie natürlich unter Ihrem Namen hier auch ein eigenes Profilbild Bild hochladen. Das müssen Sie natürlich nicht, das müssen Sie selber entscheiden. Im Prinzip, es gibt hier das Dashboard, Kursübersicht und eben auch, wenn Sie eine Lektion abgeschlossen haben, können Sie sich hier natürlich eben auch ausloggen. Im Prinzip ist es dann so aufgebaut, hier unten andere Kurse, das sind dann hier diese Bezahlversionen, also die Vermietungsakademie und hier Immobilie selbst verkaufen. Die Verkaufsakademie. Die erworbenen Kurse, das ist dann so, das ist dann eben auch diese Bonus-Entscheidungsfindung. Und da haben wir bereits sehr viel an Informationen für Sie hinterlegt. Dahin zu kommen, müssen Sie im Prinzip nur auf das jeweilige Bild dann eben auch klicken. Drei Bereiche haben wir bereits für Sie eben offen zugänglich angelegt. Im Prinzip, wenn Sie zum Beispiel mit einem Makler zusammen vermieten möchten, können Sie einfach auf dieses Symbol dann eben auch klicken. Dann können Sie, haben Sie hier so einige Informationen, was spricht zum Beispiel gegen oder für einen Makler, wie Sie dann den richtigen Makler zum Beispiel für sich selber auswählen können. Jedes Video bei uns ist auch so, dass wir eben auch einen entsprechenden Leitfaden textlich dann eben auch wiedergegeben haben, falls Sie gerne nochmal das ein oder andere nachlesen möchten. Und dann können Sie hier wieder natürlich zurück zur Lektionsübersicht draufklicken. Dann kommen Sie wieder in das Hauptnavigationsfeld. Und ich starte mal hier mit Verkaufen, Vermieten oder Bewohnen. Also falls Sie zum Beispiel noch in der Entscheidungsphase sind, dann kommt hier in diesem Fenster die Lektionsinhalte. Das kann zum Beispiel sein, meine Immobilie im Alter, also Sie ein gewisses Alter dann eben auch erreicht haben und die Immobilie eben entsprechend Ihren Wohnbedürfnissen nicht mehr gerecht sein sollte und Sie vor einer Entscheidungsfindung dann eben auch stehen, ob Sie die Immobilie zum Beispiel vermieten, verkaufen oder nach wie vor selber bewohnen möchten. Und im Prinzip können Sie sich hier das Video in diesem Feld direkt über diesen Play-Button dann eben auch anschauen. Oder Sie können natürlich gerne auch den Ratgeber, indem Sie auf dieses PDF-Symbol dann eben auch klicken, sich runterladen und sich dahingehend weiterbilden bzw. informieren. Und dann gibt es hier noch eine weitere Checkliste, Entscheidung treffen. Im Prinzip, was spricht für einen Verkauf, was spricht für eine Vermietung, was spricht für oder gegen eine das weiterhin des eigenständigen Bewohns. Und im Prinzip ist es ja so, jeder hat eine eigene Ausgangslage. Deswegen gibt es auch dieses erste Video Vorüberlegung Ausgangslage. Wir wollen Ihnen dahingehend eben auch eine gewisse Hilfestellung dann eben auch geben. Deswegen haben wir eben auch meine Immobilie im Alter, meine Immobilie im Erbschaftsfall, dann des Weiteren meine Immobilie im Scheidungsfall. Also die Situationen sind dann bereits unterschiedlich. Und wenn Sie die Entscheidung getroffen haben sollten, sprich zum Beispiel Verkauf oder
die Vermietung oder von vornherein bereits schon wissen, Sie möchten verkaufen, dann können Sie natürlich hier draufklicken und sich das Video in voller Länge dann über diesen Play-Button dann eben auch anschauen oder wie gesagt, wie gehabt, sich auch den Ratgeber runterladen und alles nochmal nachlesen, was wir in dem Video auch dazu geben. Und wenn Sie eine Lektion abgeschlossen haben, dann können Sie hier auf dieses Abhaken-Symbol dann eben auch klicken. Dann wissen Sie auch ganz genau, okay, dieses Thema habe ich schon durchgearbeitet und demzufolge, wenn Sie zum Beispiel genau wissen, okay, ich möchte eben selber verkaufen, das ist dann Ihre Entscheidung, dann können Sie hier nochmal auf diese Zurücklektion-Button klicken und dann auf Verkauf mit Makler. Und hier ist es so, dass Sie zum Beispiel dann am besten anfangen mit Privatverkauf versus Makler. Also im Prinzip, was spricht für einen Verkauf oder privaten Verkauf und was für einen Maklerverkauf. Hier ist es dann eben auch so, dass das direkt gegenüber dann eben auch verglichen worden ist und was ein Makler überhaupt für Sie machen kann und warum ein Makler, falls Sie eben sagen, okay, ich möchte es doch mit einem Makler zusammen machen und wenn Sie allerdings dann sagen, okay, ich brauche dann doch selber keinen Makler, dann würde ich Ihnen natürlich dann eben auch empfehlen, die Mitgliedschaft, sei es Vermietungs- oder Verkaufsakademie, sich dann eben auch zuzulegen. Und dazu werde ich nochmal ein weiteres Infovideo für Sie erstellen. Und dementsprechend werden wir diesen Mitgliederbereich, diesen Mitgliederbereich dann eben auch genauer erläutern. Ansonsten toben Sie sich hier ruhig aus, schauen Sie sich alle Informationen hier an und ich denke, da haben wir Ihnen was Wertvolles dann eben auch an die Hand mitgegeben, dass Sie sich dann informieren können, wie sieht denn überhaupt so ein, was muss alles berücksichtigt werden und wenn im Verkauf, was muss ich alles berücksichtigen und bei der Vermietung, ja, wie sieht das dann eben auch da aus, wir führen Sie da Hand in Hand und sobald Sie dann zum Beispiel eben auch eine Lektion hier abgeschlossen haben, dann können Sie sich hier wieder über das Logout-Symbol ausloggen. So, das war es dann als kleines Infovideo von meiner Seite aus und ansonsten alles weitere und viel mehr Informationen über die Online-Akademie selbst. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Wahl und viele Aha-Effekte. Ihr Hakan Zitak, der Immo-Coach. Der Immo-Coach.